Komm, es gibt auch andere Maps. Redwood. Ja, ich würde mal sagen, ich nehme sie, weil sie hat 15% Heileffizienz, oder? Nachladegeschwindigkeit, pff. Blenddauer habe ich nie... Nee, komm, ich nehme sie mal. Vielleicht bringt mir das ja was. Außerdem, for sake of diversity, we gotta include women too. I'm telling you. Also, der Dude hat es nicht geschafft. Weiter, run. Sorry Leute, meine Alerts sind wieder kaputt. Ich muss ganz kurz mal raustappen. Holy shit, Leute, ich habe alles verpasst. Oh, das scrollt einfach nicht weiter, ey. Ey, vielen Dank für eure Subs und Likes und Follows und ich habe nichts mitbekommen. Der ist einfach stehen geblieben, dieser scheiß Alert-Kack. The economy is rising a bit. Guck mal. Gleich drei Fallen auf einmal. Wow. Natürlich ein Headstart jetzt. Ich wäre sehr froh, wenn es ein Medpack gäbe. Haben wir das hier schon durchsucht? Ja. Medpack wäre wirklich nicht schlecht. Nichts. Ja, das Spiel fängt ziemlich einfach an und dann lässt es dich alleine. Halt. Erste Hilfe-Set. Vier Fallen, what is going on? Oh, der Headstart, nicht schlecht. Medpack, nice. Kanone, noch ein Medpack. Ich habe das Gefühl, die Map ist ein Ticken einfacher. Oh, und schon die R700? Die hatten wir bei der Winter Map noch nicht, oder? Gleich am Anfang. Kameras ohne Ende. Es ist schon dunkel. Die Drohne. So, eine Frage. Kann man mit der Drohne... Nein, nein. Kann man, ich weiß nicht, warum ich das anschaue. Könnte man mit der Drohne schon mal die ersten, also kann die Drohne für dich Orte entdecken? Das frage ich mich, ohne dass du raus musst. Ich habe keine Batterien. Ich habe keine Batterien. Ich glaube, ich habe alles gelootet hier, oder? Medpack, hier ist keins an der Wand, Leute. Also nur mal zur Info, der ist schon unterwegs, ne? In der ersten Nacht. Das nur mal so zur Info. Nicht, dass ihr denkt so, ach, das geht ja, du hast... Ich habe keinen Welpenschutz, es geht sofort los. Das habe ich auch falsch gemacht beim ersten Run, übrigens. Also ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt schon los soll. Ich würde sagen, in... Fuck. Ich hätte jetzt gesagt, in die Richtung. Aber wenn er jetzt kommt, gehe ich sofort wieder in den Camper zurück, weil... Also du darfst ja eigentlich in diesem Spiel keine Fehltritte leisten. Oh, ein paar Peachy Toll, super. Ist das Blut? Nee, das ist einfach rotes. Rote Vegetation.
Was bist du? Was bist du? Ich bin ein Stein, lass mich in Ruhe, du Pischer. Okay. Ich dachte, du wärst was zu looten. Hiking Trail. Nee, ich will mir das hier erstmal anschauen. Ich höre Schritte. Meine. Was ist das für ein Geräusch? Bigfoot macht diese Geräusche nicht. Ach, das ist dieser scheiß Totem-Kack da. Shut up. Alright. Oh. Das ist das erste Mal, dass ich auf die Rampe kann. Konnte man das die ganze Zeit? So, bis jetzt kein Mal gestorben, ist doch nicht schlecht, oder? Ich mach mich in diesem Spiel. Das Ding kann ich nicht aufnehmen. Das Brot kann ich nicht aufnehmen. The fuck? Oh, okay. Also hier kommt er gerne vorbei. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich glaube, das sind die Geräusche, die wir hören, wenn wir dieses komische Holzhacken hören, diese Kack, Knack, Kack, Knack. CBK900, vielen Dank für die 800 Bits, that's very nice. Applaus muss sein, auch wenn es die. Wenn ich jetzt nicht mehr höre, was. Boah, es ist erst 14:45. Ich renne übrigens nicht hoch, um mir die Stamina zu sparen, falls der Depp kommt, ne? Ich weiß auch nicht, ob die 15% Lauf. Scheiße, ein Bär. Nein. Waschbär. Nee, was ist das? Kleines Schweinchen. Und weg ist er. Ist er runtergefallen? Falling Damage. Nein, ein bisschen nicht. Ist nicht hoch genug. Das wäre auch geil, ne? So, wenn so ein kleines Wildschwein sich selber... Oh, scheiße, ich wurde... Tot. So. Da oben ist was. Und da ist was. Dann gehen wir mal dahin. John Adams Tree. John Adams Tree. Okay. Das war's. Nur den fucking Tree. Mehr nicht. Was ist da hinten? Felsen. Jo, Shelter ist nach rechts, ja? Elam, was? Elam Campground, John Adams Street and Free Watch Tower. Freewatch Tower. Gab es da nicht ein Spiel, das so hieß? Oder nee, Firewatch Tower. Oh, das wollte ich auch mal spielen. Firewatch Tower. Sophie, vielen Dank für die 5 Gift-Subs. Die erste Nacht hätte... Nein, da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Das ist nicht so gut. Weil ich glaube, um 4.27 Uhr könntest du noch den Bigfoot mit irgendwelchen Pistolenschüssen noch zu dir lenken.
Das ist nicht das, was ich vorhab. Und ich habe keine... Doch, ich habe ein Messer. Ach. Ich will aber nicht. Nein, ich warte, bis er weitergelaufen ist. Das... Ich glaube, er verschwindet gleich. You fucking... Das hatten wir auch noch nicht. Alter, ich mich erschrocken. Ich glaube, der Hund ist weg. Der Wolf. Firewatch Tower. Ja, da drin ist nichts. Okay. Das Spiel hieß doch auch so ähnlich, oder? Firewatch Tower oder irgendwas. Das wollte ich auch mal spielen. Oh, hier ist natürlich... Kommt Bigfoot hier die Treppen hoch? Ja, ne, der kann... Nein, der kann das. Aber kann auch zwei Treppen hoch. Firewatch. Ach, das Spiel hieß einfach Firewatch. Ja, ich wollte das immer mal spielen. Ich hab's vergessen. Kann das was? Ist das gut? Oh, schon wieder ein Tresor. Ein Safe. Und sonst was. Oh, okay. Oh, I'm loaded mit Erste-Hilfe-Sets. So viel hatte ich im ganzen ersten Run nicht, oder? Ich habe das Gefühl, das ist die etwas einfachere Map. Could this be? Okay. Okay. Ich habe schon 4, das ist noch nicht schlecht. Nein, ich drücke da nicht drauf. Fireworks. Schön. Jetzt brauche ich die Safe-Kombination. Ich brauche die Safe-Kombination. For fuck's sake. Nothing. Nothing. I can't help you. There's no Safe-Combination for you. No? Firewatch ist gut. Leider etwas kurz, aber tolle Story. 2150. Ach komm, das wäre jetzt Cheating. Soll ich wirklich? Nie im Leben. Das ist ja auch echt scheiße gewesen. Das ist wirklich, das wäre nicht gut. CL95 vielleicht? Das habe ich eigentlich immer noch. Ich finde es hier nicht schlecht, um Bigfoot sich zu schnappen. Weil hier kannst du 2, 3 Fallen machen, du kannst bei Explosionen. Diesen Tower, den finde ich nicht schlecht für einen guten Stand gegen den. Okay. Wo wir gerade hier sind. Geronimo! Alter, die hört ja gar nicht auf. Wow. Wow, das... That was fun. Okay. Müssen wir kurz schauen, wo wir noch gucken. Ja, direkt vor uns. Der bastelt wieder eine Falle, dieser so. Zack. Da oben. Oh, muss ich rechts oder links rumlaufen? Wie spät? 10. Es geht. Ich hoffe auf keine Fallen. Ich finde, Jessica ist der bessere Charakter, weil sie auch eine schnellere Laufgeschwindigkeit hat. Nicht, dass ich das merke, aber anscheinend ist das so. Also, wir waren bei Adams, wir waren bei Arthur. Alright. Kann ich hier hoch? Yes, I can. Alright. Und das geht so die ganze Zeit. Okay, ich komme. Ich bitte Sie, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich komme, ich bitte Sie. Bitte schön. Was ist das hier, Lothlorien oder was? Verlassenes Baumhaus. Hallöchen. Muni. Gib mir, ich war für eine Weile bewusstlos. Mir geht es inzwischen besser. Mach dir keine Sorgen. Als ich nach dir suchte, Peter, habe ich gesehen, dass Ruby tot neben dem Wasserfall liegt. Was passiert? Ich habe Angst. Ich habe gerade Werbung von dir auf Twitch gesehen. Was? Superking 61? Du hast Werbung von mir auf Twitch gesehen? Also Twitch hat mit meiner Visage Werbung gemacht. Und bezahlen mich nicht dafür.
Boah, das gibt so Ärger mit Twitch, ohne Scheiß. Ich komme auf keine Hauptseite, weißt du, ich bin kein Partner, aber mit meiner Fresse werben. Ohne Werbevertrag, ohne alles, ohne... Hier könnte man auch... Nee, hier kann man keinen Last Stand machen, weil hier bin ich in der Mausefalle. Irgendwas übersehen? Und Twitch benutzt mich als Twitch-Gesicht und gibt mir nichts! Ich meine, es wäre zu schön, wenn man das machen könnte, aber... Was ist das für ein Geräusch? Als ob hier ein Auto vorbeifahren würde. Was ist das? Das macht mich wahnsinnig in diesem Spiel. Wo wollten wir eigentlich hin? Ach stimmt, wir wollten da hoch, ne? Hier lang. Wie spät? Shit, in der Stunde müssen wir irgendwo... Sollte ich zum Watchtower zurück oder nicht? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen zum Watchtower zurück. Oh, fuck. Ach, fuck, wir gehen zum Watchtower zurück. Hau ab! Gleich fängt die Nacht an. Und du, verzieh dich, du kleiner... Fuck off. Wo war denn der Tower? Da oben, ne? Ja. Okay, es wird Nacht. Wir gehen auf den Tower. Mal gucken. Kann sein, dass es hier beginnt. Ich speichere erstmal eine Runde. Kann sein, dass wir hier unsere erste Begegnung machen mit dem kleinen Scheißer. Mal gucken, ob er zu den Frauen netter ist als zu den Männern. Den bärtigen alten Mann, den hat er echt zerstört. Okay, Watchtower ist sehr gut. Ich kann hier runter und bis dahin kann ich 40 Fallen legen. Okay, die Nacht. Hier. Haben wir schon irgendwas? Oh, wir haben eine Autobatterie, das ist doch gut. Zack. Sonst haben wir nichts. Ah, fuck. Ein Sensor, den kann ich ihm in den Hintern schieben. Oh, ich habe noch keine Schrotflinte, merke ich gerade. Ich könnte natürlich auch eine Kamera hier anbringen. Fällt mir gerade so auf. Ich habe ja alles schon durch. Nee, von hier habe ich... Also wenn, der müsste hier hochkommen. Würde ich mal sagen, oder? Nee, der kann natürlich auch von da kommen. Blöd. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich habe keine Ahnung, von wo er kommt. Aber ich werde ihn schon noch hören. Auf jeden Fall, um zu mir zu kommen, muss er hier durch. Das ist die Idee, du kannst ihn tracken. Ja, ich weiß. Aber in der Nacht... Ich höre Schritte. Ich glaube, der kommt. Ich glaube, der kommt, Leute. Ich höre Schritte. Der kommt. Er ist gleich hier. Wenn er jetzt von rechts kommt, raste ich aus. Ich höre doch Schritte, oder? Aber er hat nicht gebrüllt. Doch. Nee, ich glaube, der brüllt auch nochmal. Es könnte natürlich auch diese Emu-Kuh sein, Elch, hier, was auch immer. Irgend so ein fucking Viech. Aber ich habe Schritte gehört. Nee, er ist nicht hier. Ich könnte versuchen anzulocken. Weil das Spiel bestraft dich, je mehr Nächte... Das ist nicht Bigfoot. Je mehr Nächte du brauchst, desto mehr bestraft dich das Spiel. Das ist so ein bisschen das Problem. Eigentlich müssen wir uns ranhalten. Also. So. Alright. Alright. Now we're talking. Da ist er. Schnell zur Batterie. Schnell. Bleh.
Oh, er hat das Licht ausgeschlagen. Er hat das Licht ausgeschlagen. So ein Scheiß. Also diesen Trick machen wir zwei, drei Mal und dann hat er das Ding hier kaputt gemacht. Dann hat er das Ding kaputt gemacht. Oh, fuck. Ich nehme mal die hier. Also das machen wir zwei, drei Mal. Und dann ist es kaputt. Mit Dynamit? Habe ich denn? Nee, ich habe kein Dynamit, Leute. Ich habe Feuerwerk. Ja, jetzt habe ich das Ding in der Hand. Ich versuch's mal mit... Oh, da ist er. Nein! Ich hab... Das... Nein! Ich... Na, da kann ich gleich aufhören. Ich kann gleich aufhören. Ich hab gesagt, es dürfen keine Fehler passieren. Ich kann ja gleich aufhören hier. Reload, ja. Oh. Oh, wieso bin ich denn da jetzt runtergefallen? Oh, wieso bin ich runtergefallen? Verstehe ich nicht. Also ich hatte 61 Lebenspunkte und dieses Fiasko hat mich wie viele gekostet? 100! Es hat mich 40 Lebenspunkte gekostet, die Scheiße! Nee, Leute, sorry, aber das geht nicht. Da hinten ist er. Ja, daneben geschossen. 833. Jetzt rennt er weg. Wieso rennt er weg? Wir haben doch Nightfall jetzt. Wieso Reload? Weil es ein Fehler war, ich weiß nicht, in der Steuerung. Und es hat mich 40 Lebenspunkte gekostet und das Spiel bestraft dich übelst, wenn du so einen Fehler machst. Deswegen, also es war nicht eine Fall. Ich reloade jetzt nicht bei jedem Mal, wo ich... Guck mal hier, er hat sich schon wieder die 833 geholt. Scheiße, er hat schon wieder... Sondern es war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich runtergefallen bin. Es hat mich 40 Punkte gekostet, deswegen... Also es bringt jetzt hier gar nichts, weil er kommt nicht. Lass mich kurz überlegen, was wir machen. Also von denen habe ich immer genug Muni, deswegen... Da ist er doch. Scheißkerl hat mich erwischt. Das kann nicht sein, dass der mich erwischt hat mit einem Schlag 18 Punkte. Mann! Ich lade jetzt nicht nochmal. Ah, das ärgert mich so, dass der mich noch erwischt. Das sind so dumme Fehler. Also, ich weiß nicht, wie oft wir diesen Trick noch machen, bevor er dieses Ding, die Rampe zerstört. Aber wir müssen uns beeilen. Die andere Falle behalte ich nochmal. Die andere Falle behalte ich. Also ich denke, es geht noch maximal einmal und dann hat er das Ding hier zerstört. Er müsste eigentlich gleich kommen. Normalerweise findet er den Weg zu mir. Wenn ich diese dumme Rampe bin. Fuck, ich habe noch keine Batterie. Oh! Leuchtpistole? Nein. Leuchtpistole mache ich erst, wenn er mich verfolgt. Weil schaut mal, ich habe genau eine. Ich habe genau eine Leuchtpatrone.
Das mache ich erst, wenn er mich irgendwie verfolgt und dann kann ich 5 Sekunden gewinnen oder so. Aber hier würde ich die Leuchtpistole nicht nehmen. 754. Okay, ich schieß mal irgendwo hin. Jetzt hoffe ich, dass er kommt. Kommt nicht. Kannst du mit dem Medkit? Ja, ich glaube, 40 Lebenspunkte werden normalerweise geheilt. Und da ich Jessica bin, 15% mehr. Macht ein paar Prozentpunkte mehr. Aber das lohnt sich nicht, denn ich habe 82 erst. Also ungefähr bei 50 oder so würde ich ein Medkit nehmen. Aber der kommt nicht. Der Dude kommt einfach nicht. Ich habe sogar einen Köder reingelegt. Es ist 10 Uhr abends und der kommt nicht. Hast du nicht 3 Signaldinger? Nein. Hier, 1 von 3 habe ich. Ich habe einen GPS-Sensor. Nein, der kommt nicht. Weird, dass er nicht kommt. Oh, Sintika! Hey, 1130! Hey, Sintikanesen, wir spielen gerade. Möchtest du mitspielen? Sintika, willst du mitspielen? Mit dir zocke ich eine Runde Bigfoot. Hast du Bock? Bist du im Chat? Soll ich sie dir wieder zurückraiden? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass wir uns auf der. Dass wir uns auf der Gamescom nicht mehr gesehen haben. Aber ich musste zum Flieger, weil ich wusste nicht, ob Köln-Bonn die Seko und den Check-In hinkriegt, weil. Ich bin Eurowings geflogen und die haben mir kein Online-Ticket gegeben. Ich sage, ich habe nur Handgepäck. Und du musstest zum Check-in und wir wissen ja die Hiobsbotschaften, die in den letzten Monaten vom Köln-Bonner Flughafen kamen. Deswegen bin ich relativ schnell dann zum Flughafen, war da um 15.30 Uhr raus und wir waren ja eigentlich noch halbwegs verabredet. Möchtest du mitspielen? Sintika? Annika? Auf jeden Fall herzlich willkommen, liebe Annika-Community. Vielleicht könnt ihr sie überreden, nochmal den Stream anzuwerfen oder so weiterzuspielen mit mir. Ich würde dich in meine, als Einzige würde ich dich in meine Lobby lassen, sonst darf niemand meine Lobby. So, falls du dich fragst, was machst du da überhaupt? Ich versuche diesen Scheiß, diesen fucking Bigfoot anzulocken. Aber der kommt nicht. Wenn ich jetzt die Falle wegnehme, kommt er. Also ich könnte natürlich die Falle liegen lassen und immer... Na, das könnte ich natürlich... Pass auf, ich mache Folgendes. Sag bloß, der wartet da unten auf mich, dann... Der hat das Spiel nicht und will duschen. Ja, duschen können wir auch. Okay, was wir jetzt natürlich machen können... Was ist das da? What the fuck? Was ist das grüne Zeug da hinten? Ach so, das sind irgendwelche... Oh Gott. Okay, die sind eigentlich ziemlich süß. Diese Leuchtwürmer, Leuchtkäfer, whatever. Okay. Der kommt nicht, der Schmuck. Vielleicht habe ich ihn schon... Vielleicht habe ich ihn schon getötet. Und er weiß es nicht. Und ich weiß es auch nicht. Und er ist schon tot. Aber jetzt habe ich überall Fallen aufgestellt und nachher dappe ich selber rein. Duschen geht immer. Lock ihn mit Brühwürmchen. Also, sie geht duschen. Okay. Sintika geht duschen. Sie geht einfach duschen. Streamt auch weiter, das ist auf jeden Fall in der Nähe. Fucking Bigfoot ist in der Nähe. Hat er hier wieder ausgemacht. Er hat es schon kaputt gemacht, der Sack. Okay, er hat das Ding schon kaputt gemacht, das ist natürlich doof. Der kommt einfach nicht, der Depp. Alter, ich locke ihn mit Fleisch, mit allem an, er kommt einfach nicht.
Das wäre geil, wenn er so oben auf mich warten würde. Ist das so? So direkt in die Arme. Und ich wieder zurück. Dann rennt er wieder nach unten. Und schießt mich wieder. Okay. Wenn Kai ein Spiel programmieren würde. So. Der Penner kommt einfach nicht und ich verschieße meine Munition. Das ist doch lame, oder? Komm jetzt. Wahrscheinlich ist er kacken. Wahrscheinlich ist er duschen mit Sintika. Da würde ich auch nicht hier Türken so ein Dönerfleisch suchen. Nein. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich bin duschen mit Sintika. Ja, komm jetzt. Ich will dich töten. Nee. Ich bin am Duschen. Also, Leute, ich nehme jetzt die Fallen weg. Es hat keinen Zweck. Es ist 4 Uhr morgens. Der kommt nicht mehr. Der Penner hat was anderes zu tun. Weil ich renne da mit Sicherheit gleich rein. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Du kleiner Scheißer von Bigfoot. Locke mich Feuerwerk an. Nee, das mache ich jetzt nicht, weil die Nacht ist gleich... Was? Das Nacht ist gleich vorbei. Wie ich mein Glück kenne, kommt der Penner jetzt. Oh, wenn er jetzt kommt, raste ich aus. Lass... Oh, fuck. Lass uns diesen Bereich hier, südlich vom Adams Tree... Oh, da gibt es einen Film mit dem dänischen Schauspieler, den ich großartig finde. Adams Apple heißt der Film und er heißt, der hat auch in Death Stranding mitgemacht. So peinlich, dass ich mir seinen Namen nicht merken kann, obwohl ich ein Riesenfan von ihm bin. You fucking Scheiß. Sag bloß, krieg ich hier Lebenspunkte abgezogen? Nein, ne? Mads Mikkelsen, genau, Mads Mikkelsen. Seitdem ich den Dude... Und wenn er jetzt kommt. Seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, Mads Mikkelsen. Fuck, da ist er. Oh, das ist ein Bär. Oh, ich glaube, ich renne mal besser weg. Der Bär ist bestimmt nicht so intelligent und kommt hier durch, oder? Boah! Du scheiß Arschrehviech! Ich habe gedacht, du wärst der Bär. Aber ich glaube, zeig mir, in welche Richtung ich rennen muss. Ich will nämlich da hoch. Shut up. Seitdem ich Mads Mikkelsen das erste Mal gesehen habe, ich glaube in Casino Royale. Hallöchen, was ist hier los? Seitdem liebe ich diesen Typ. Der hat einfach so eine richtige Schauspielfresse, oder? Mads Mikkelsen? Oh Leute, ich glaube, ich finde die erste Leiche. Nice. Ich habe das Gefühl, die Map ist ein Ticken einfacher. Berühmte letzte Worte. Ich glaube, die Map ist... Wow, noch ein fucking... Ich hatte noch nie 5 Erste-Hilfe-Sets. Noch nie. Komm jetzt, Leute. Die Map muss ich packen. Sonst bin ich sehr enttäuscht in meine Gaming-Skills. Noch mehr als sonst. Warte. Manchmal muss ich das nicht... Okay. Zum Beispiel ganz oft die Laternen habe ich nicht aufgenommen im ersten Run. Danke. Schön haben Sie gegrillt. Ich freue mich sehr. Nein. Ah, ich hab schon zu viele. Okay. Alright. Ich glaube, ich speichere gleich mal. Habe ich schon, ne? So, eine Leiche hätten wir schon. Ich glaube, wir müssen 3 finden, wenn es mich nicht täuscht. Ja, 4. Oh, 4. Okay. Gut. Weiter geht's im Text. Diese random Benhammer wegen ganz normalen Fragen. Was geht mit euch, Mods? Was für ein Benhammer? Was hast du denn gefragt? Na, Kai, Bock auf Sex? Ben! Und die Antwort wäre ja. Ich glaube, Fallen kommen erst nach der 4. oder 5. Oh nein, ich habe seine Höhle gefunden. Holy. Das könnte seine Höhle? Nee.
Ist wieder so ein scheiß Totem. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube von der anderen Seite. Safe-Kombination, Leute, bitte schreibt euch 57518, bitte. Bitte, ich habe keinen Bock. Ich kann nicht. Macht das, bitte. Don't fuck around. 7518. Dankeschön, das lieb. Nicht jetzt, sondern nachher, wenn ich vor einem Tresor stehe. Boah, so schnell habe ich noch nie einen Code gefunden, ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, diesen Run... Aber ich habe das Gefühl, das ist seine fucking Höhle, kann das sein? Nicht, dass ich jetzt hier ihm direkt in die Arme laufe und das war's dann mit dem tollen Run hier. So, alles durch. Zurück. Halt, hier war noch was. Money, Money ist gut für mich. Ich bitte dich, ein bisschen Money, mein Schatz. So, fertig mit Duschen. Annika, dann let's go. So gruselig ist das Spiel nicht. Man erschreckt sich 2, 3 Mal. 4, 5, vielleicht 6 Mal. Aber Jumpscares können auch in der Dusche passieren. Was mit Paul los? Der kommt schon noch irgendwann. I don't know, was mit Paul los ist. Paul weiß selber nicht, was mit Bean los ist. Komm, wir machen den südlichen Run hier, oder? Wie spät? Fuck, 2 Uhr. Ich würde sagen, ich gehe zurück zum Watchtower. Aber der ist ziemlich weit weg, der Watchtower, oder? Okay, ich speichere hier. Schon wieder dieses... Was für ein Geräusch, ich werde wahnsinnig. Was ist das, eine Drohne? Ein UFO? Leute, ich glaube, ich gehe zum Tower. In 2 Stunden wird es dunkel. Doch, sie rennt schon noch ein bisschen. Ist das dein Ernst? Fuck me, da ist der fucking Bigfoot. Das ist an mir vorbeigerannt. Ich verstehe das Verhalten nicht ganz. Tagsüber greift er mich nicht an, rennt aber durch die Gegend. Ich glaube, der rennt zu seiner Höhle. Ich habe das Gefühl, ich war gerade in seiner Höhle. Riesenflugzeug am Himmel und Kaya schafft es, drumherum zu schauen. Da war da wirklich ein Flugzeug? Ey, ich habe noch nie eins gesehen und ich habe das Spiel bestimmt schon öfter gespielt. Hat man schon gesagt, ich habe ein bisschen ADHS? Aber nur slightly. Nur ein bisschen, ist nicht schlimm. So. Shut up dahinter. Let's go. Let's go. Nightfall. Ach, scheiße, ich hab nichts anderes. Ich muss einfach draufhauen. Ich hab eine Idee. Der Tresor. Ah, stimmt, der Tresor. Ja, ich rutsch gleich wieder hoch. Zack. Aber wisst ihr, was an meiner Taktik dumm ist? Fällt mir gerade auf. Es kann ja sein, dass er zufällig hier vorbeiläuft und einfach die Falle zerstört. Und ich bin nicht da, um ihn zu erschießen. Nein, es ist... Vergiss, was ich machen wollte. Einfach alles vergessen. Einfach doof. Scheuert. Idiotisch. Einfach Noob. Einfach fucking Idiot. Du hast doch keine Ahnung. Sorry, ich werde manchmal aggressiv. Auf mich selbst. Nichts geleistet in diesem Spiel. Nichts. Einfach nichts geleistet. Gar nichts. Einfach nur viel Scheiße genommen. Was? Was war 7518? Was? What the fuck do I have? What?
This is something. Look, I love this game. It's fantastic. This is a game I can recommend to anyone. It's well worth the 20, 30 euros. I don't know how much. Because I paid it a long time ago. But I tell you, if you got an M4CL, then you can fucking da 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 da. Okay, now we really fuck him up. Ich habe, glaube ich, 6 Stunden in einem anderen Run verbracht, bis ich überhaupt einen Code gefunden habe. Alright. Let's lock him on. Yes, yes, yes. Yes, yes. Come to me. Come to Papi. Come to Papi. I Papi you. I cuddle you. I cuddle you with the M4CL. I make good on you. I give you everything you want. I give you blind Hinton. Oh, I cuddle you. I give you what you want. There is a nice... You know what I do? I do a second one. So I give you so much stuff, you don't even... Let's go. Where are you? Fucking... Let's go. Now he's coming. Vorbeigerannt. Scheiße. So, ich glaube, er macht sie gleich kaputt. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl und ich habe keine Falle mehr. Ich habe ein ganz blödes Gefühl, dass er sie gleich zerstört. Also wenn ich hier nochmal hoch gehe, und, weil die Lampe ist schon aus, ich... Fuck me. Ich glaube, das war's. Der kommt gleich. Ich höre es rascheln. Da ist er. Ja, er macht's. Nein, sie hält. Nein! So ein Drecksack, ich wusste es. Scheiße. Ich bin tot. Oh, 68? Ich hab... Das bringt nichts. Nein, Leute, so funktioniert's nicht. Nee. Fakt! Oh, nee, es funktioniert nicht. Kurz überlegen, wie wir das machen. Also ich werde dieses Ding nicht mehr benutzen können oder nur einmal. Dann hat das zerstört. Puh. Wieso ist er gerade an dieser Falle vorbeigelaufen? Das gibt's doch gar nicht. 4.35 Uhr. Okay. Ich benutze das Ding nicht. Was habe ich dann für Chancen? Gar keine, ne? Ich könnte hier reingehen. Dann könnte ich draufhalten und dann nochmal eine Falle setzen. Ja? Nein? Das ist das, was ich machen könnte. Wie war das? DM150, ne? Vielleicht hat es ja respawned. 7518. Nein, es hat nicht gerespawned. Hätte sein können. Also ich... Und wenn er hier reinspringt, dann muss ich hier durchs Fenster springen. Ich glaube, das ist die only option. Ja, lass mich das auch noch machen. Oder warte mal. Ach, scheiß drauf. Wenn, dann kommt er hier hoch.
Ein Wolf. Den Wolf will ich jetzt nicht in meiner doofen Falle haben. Oh. Scheiße, er ist schon da. Ich fass es nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, fuck. Er ist da. Ist gerade die Kamera aufgestellt und schon ist er da, dieser Penner. Nein, er hat den Wolf gesehen. Sorry, er hat den Wolf gesehen. Ja, doch, doch, doch. Er hat den Wolf gesehen. Ich könnte natürlich auch mal selber gucken. Ja, er hat mit Sicherheit den Wolf gesehen. Weil wenn Bigfoot so nah wäre, würde ich ihn sehen. Die Frage ist, ob wir ihn herausfordern sollen. Ich habe nichts, was ich an der Falle anbringen könnte, außer ein Stück Fleisch. Ich habe nichts. Keinen Strom. Also ich habe nichts. Kein Benzinkanister, kein Gas, nothing. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist hier draufhalten. Aber auch nicht allzu lange, weil dann kommt er. Dann schnell hier rein, die fucking Tür zu machen, schnell die Falle positionieren, nochmal draufhalten, weil die, ich glaube, die Tür hält einiges aus. Und dann aus dem fucking Fenster springen und dann Geronimo. Ich glaube, ich könnte hier noch einmal runter, noch ein einziges Mal, das war's dann. Ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, ob das ein dummer Plan ist, das weiß ich nicht. Draufhauen hatte eben nichts genützt. Nichts? Du bist so langsam zum Weglaufen. Oh, ihr macht mir richtig Mut. Ihr seid echt eine nice Community. Hm? Dankeschön. Du bist so geil, du bist so alt. Du bist so alt. Ich könnte ja vorher ein Foto von ihm machen. Ich muss ja noch ein fucking Foto von ihm machen. Aber 800 Lebenspunkte hat er nur noch. Die Wahrheit darf man sagen. Ich zeig dir gleich die Wahrheit. Nein, ich will nicht dich in der Falle haben. Was war das? Das war die Fahne, oder? Kommt nicht. It's one of these nights, wo er nicht kommt. Habe ich da ein Stück Fleisch reingelegt? Oh. Okay. Jetzt. Jetzt komm. Ich habe Fleisch für dich. Ein schönes Stück Fleisch. Ich habe für dich. Komm bitte. Ich mache nur ein kleines Selfie. Ich bitte dich. Kommen Sie zu Papi. Kommt nicht. Ich glaube, einmal kann ich noch und dann zerstört er das Teil, richtig? Ich glaube, einmal geht noch. Einmal geht noch. Einer geht noch rein. Leute, der kommt nicht. Der hat keinen Bock auf Frauen.
Kaputt hat keine Lust mehr auf Kai, der sucht sich andere Freunde zum Spielen. Der ist mit Sintika duschen, ist er. Mann! Hey, jetzt funktioniert das Ding wieder. Okay, whatever. Jesus. Komm, ich nehm, wie spät haben wir es? Anrufen. Komm, dann nehme ich die Falle wieder mit. Ich glaube, der ist sonst wo, aber nicht hier. Ich höre was. Ich höre was. Oh, fuck, der Wolf. Das ist der Wolf. Den wollen wir nicht haben. Ich würde sagen, wir gehen auf Erkundungstour, oder? Solange er nicht kommt. Der geht mir die ganze Zeit auf den Sack, sorry. Bisschen Far Cry. Der ist noch nicht mal in der Nähe, weil normalerweise wird ihn das... Oh, wenn er jetzt kommt, raste ich aus. Wieso gehst du nicht tagsüber... Nein! Oh, keine Falling Damage? What? Wahrscheinlich, weil es ein Weg war. Schau mal, wo dieses Ding... Schauen wir mal, wo dieses Ding hinführt. Es ist 4 Uhr. Komm. Empty. Und eine Bibel. Mann! Soll ich ihm die Leviten vorlesen? Kaya, du kannst im Karneval auftreten, wenn du so weitermachst. Oh. Ich würde sagen, wir gehen... Fuck it, wir gehen diesen Weg. Weil jetzt wird es sowieso gleich hell. Ja, wir gehen hier lang. Oh, hier ist ein Totem. Da ist es. Direkt vor meiner Nase. Fuck off. Sea Giant Sequoias. Whatever. Bäume wahrscheinlich. Free Walking Tours. With a little bit of fucking Bigfoot. You're gonna do a lot of fucking walking when you see Mr. Bigfoot. Wie spät? 6 Uhr. Oh, Häuser. Häuser immer gut, Leute. Häuser, gut diese. Wasabi Lodge. Mal gucken, was die zu bieten hat. Ich mache mal für die, falls ich mich hier verstecken sollte, mache ich mal das Licht aus. Just in case. Oh, Leuchtpatron, her damit. Gib, 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 gib.
Gut. Noch eine. Noch eine. Boah, ich muss bestimmt seit Stunden aufs Klo und ich trau mich nicht. Oh nein. Das Gasflasche ist sehr gut. Da kann man richtig Damage machen gleich. Ich muss wirklich... Sorry Leute, aber ich muss ganz kurz aufs Klo. Ihr guckt euch so lange etwas von mir an. Irgend so ein geiles Gameplay, als ich noch gut war. Kaya zockt. Was wollt ihr euch anschauen? Irgendwas Cooles? Habt ihr euch Medicines schon gezeigt? Ja, ne? Oder? Nein. Warte. Papi geht ganz kurz mal aufs Klo. Aber das Spiel gibt ja auch noch nicht mal so 5 Minuten, um reinzukommen. Es geht sofort, gibt's auf die Fresse. Wer bist du? Das ist doch irgendwas... Ich dachte, das wäre so ein Typ mit dem Kittel von hinten. Ohne Scheiß. Ich dachte, das wäre so ein Kittel... Der ist ja gut. Achso, der Stuhl dreht sich mit mir. Nein, er dreht sich nicht mit mir. Well, fuck you, Stuhl. Ich bin noch nicht fertig hier. Oh. It must be broken. It's Leia Sophia. Okay, was haben wir hier? Study! Ah, das ist definitiv von meinem Vater. Sollst du studieren? Abgeschlossen. Ja, dann benutzt doch die Study-Schlüssel dafür. Ah, ist da noch was drin? Warte. Nee. Ohne Scheiß, die schwankende Kamera macht mich wahnsinnig. Hat sich der Stuhl schon wieder gedreht? Ist das der Study? Was? Wie war das eben von Stanley Parable? Ha? Wie war die Scheiße nochmal? Ja, ist ja gut. Hör mal auf zu knacken da hinten. Ist ja gut. Der fucking Stuhl will unbedingt gesessen werden. Los, sitz mich, du Sau. Das ist wahrscheinlich mein Geschenk. Okay. My birthday present? Aber ich bin Luca. How did it get here? We love you, Mom, Dad und was? And Trans. And Aramel. Ja, was steht da? Mom, Dad und Chanel. Okay, I get it. Chanel habe ich wahrscheinlich... Ich habe wahrscheinlich meine ganze Familie umgebracht. Außer mein Vater. War ich ja mein Vater. Interagieren. Ja, ich habe die Hände gewaschen. Alright. So, Leute, wer sich das anschauen möchte, das heißt, das Ding heißt Madison. Selbst Gronkh hat sich zu Tode erschrocken und es gibt's auf Amazon ist es bestellbar. Nein, es gibt's auf Kaya zockt. Sind wir stehen geblieben? Ah ja. Hier ist sehr viel Blut, das ist kein gutes Zeichen. Gleich macht's Dong und ich soll mich erschrecken. Wie spät? Eigentlich kann ich mich hier verschanzen, oder? Ich meine, das hat ja anscheinend schon mal geklappt. Kein Tresorcode, nothing. Was steht da? UFOs. An seine fucking UFOs. Es ist... Sag mal, hat die Zeit nicht angehalten? Guck mal, wie schnell. Wie schnell geht denn die Zeit jetzt plötzlich rum? War das schon immer so schnell? Warte mal ganz kurz. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich war doch nie im Leben so spät dran. Es ist doch gerade erst Tag geworden, oder? Meint ihr, das Spiel bleibt nicht stehen, wenn ich mal kurz aufs Klo gehe? Warte, irgendwas stimmt hier nicht. Meine Cam ist davor. Oh, sag das doch gleich. Warte. Machen wir es dahin, ne? So, okay. 4.40 Uhr, es wird immer später. Ja, dann muss ich hier bleiben. Then I've got to stay here. Und das Fenster ist schon auf, wenn er hier durchkommt.
Aber ich glaube, es gab noch was. Es gab nur das Scheißhaus gab's. Das war's. Okay. Now I'm fucked. Ja, was soll's? Ich glaube, einen besseren Plan habe ich gerade nicht. Alle Lichtquellen sind aus, alle Vorhänge sind zu. Und es ist Nightfall. Warte, durch welches Fenster muss ich? Durch das da. Schnappt die Falle so zu oder nicht? Gute Frage, ne? Warte. Ja, so. Also, ich würde Folgendes machen. Der braucht eine Weile, um überhaupt die Tür aufzukriegen. Dann hau ich hier die... Und dann läuft er in die Falle. Und dann... muss ich mit sehr viel Abstand hier auf diese scheiß Gasflasche und dann muss ich hier durchs offene Fenster, würde ich sagen. Right? Was machst du, wenn er durchs Fenster kommt? Das hat er noch nie gemacht. Wie oft bist du gestorben? In diesem Run bin ich nicht gestorben, aber ich habe zweimal nachgeladen, weil ich zwei Fehler gemacht habe. Also dumme Fehler. Aber ich lade jetzt hier nicht nach, wenn es nicht gut läuft. Dann ist es halt blöd gelaufen. In dem ersten Run, in diesem Winter Map, bin ich 10-mal gestorben. Und habe dann auch aufgegeben. Weil, habe ich nicht gepackt. I didn't do it. Aber der Punkt ist, die Frage ist überhaupt da. Und meine Night Vision hat immer noch keine fucking Batterien. Super. I freu myself. Neues Lieblingsgame. Ich würde gern eine Map schaffen. Nur eine einzige. Und ich möchte wissen, was passiert, wenn ich level. Ich bin kurz vor Level 2. Ich habe keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Aber ich muss sagen, mir macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß. Also, ich kann es euch empfehlen. Ich würde es auch noch irgendwann mal gern mit Schlo oder so zocken. Schlo und so. Aber ich finde es eine ziemlich geile Challenge, das erstmal alleine hinzukriegen. In der ersten Map, die ich viel schwieriger als diese Map finde, da habe ich ihn zumindest auf die Hälfte der Lebenspunkte, glaube ich, war das, ne? Runtergeschraubt. Und dann hatte ich einfach keine Ressourcen mehr. Dann hat mir das Game nichts mehr gegeben. Ich habe nichts mehr gefunden. Ich hatte 11 Lebenspunkte. Aber ich glaube, der ist nicht hier. Scheint nicht zu kommen. Ich versuche ihn mal am Tag zu jagen. Vielleicht zieht es ihm mehr Schaden ab. Mit Sicherheit. Wir haben es ja vorhin gesehen. In der Charakterauswahl hat er, glaube ich, 20% mehr. Er kann mehr Schaden zufügen in der Nacht, glaube ich. Tagsüber ist er nur einmal mir vorbeigerannt. Aber ich habe das Gefühl, tagsüber greift er mich nicht an. Es wäre halt die Frage, ob ich ihn tagsüber hante. Und was das problematisch macht, dass es jetzt, glaube ich, meine dritte Nacht ist, die ich überlebe, das bringt mir nicht viel, weil das Spiel schwieriger wird mit jeder Nacht. Das heißt, ich müsste eigentlich bald... Ich müsste hier eigentlich bald attackieren, aber ich finde die Stelle hier nicht gut, um ehrlich zu sein. Ich finde die Stelle hier nicht gut. Er scheint aber auch nicht zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn anlocken soll, weil ich weiß nicht. Ich würde Folgendes machen. Es ist erst 11 Uhr abends. Ich würde ihn um 4 Uhr morgens würde ich ihn versuchen anzulocken. Und dann muss ich hier aus dem Fenster springen und dann habe ich ja noch, weiß ich nicht, anderthalb
Stunden, je nachdem, wie lange diese Aktion hier dauert, bis es Tag wird und er von mir ablässt. Also, wenn ich ihn schon anlocke, würde ich das nicht um Mitternacht machen, weil er dann noch 6 volle Stunden hat, mich zu malträtieren. Das wäre jetzt so mein Plan. Schlag ihn mit Fäusten wie eine richtige Frau. Unverschämt. Bald müsste es wieder Fallen geben. Nein, in dem Spiel, das Einzige, was das Spiel respawnt, sind diese scheiß GPS-Sensoren, die mich einen Dreck interessieren. Die steckst du in seinen Hintern und dann weißt du, wo der ist. Aber I don't care, really. Also so richtig hilfreich finde ich die nicht. Ich würde jetzt noch so... Ich würde so bis 3, 4 Uhr würde ich warten. Dann würde ich die Aktion für dich versuchen, ihn anzulocken. Und wenn es hier klappt, aus dem Fenster springen und dann einfach warten, bis es Tag wird. Und dann lässt er ja von mir ab. So, und das wäre zumindest so eine Option. Ich glaube, man könnte die Morgenstunden benutzen, ihn zu jagen. Aber nicht die Nacht, weil dann hört er nicht auf. Der Scheiße, hört nicht auf. Hört einfach nicht auf. Bis jetzt hat ihn nichts angelockt. Okay, wir warten noch eine Stunde oder zwei. Zock mal Escape from Tarkov. Tarkov. Nicht, ich will nicht spielen Tarkov. Ich will nicht nach Tarkov und ich will auch nicht escapen. Ich will Bigfoot. Ich will Foot Big. Ich will einmal eine Map gewinnen. Wenn er das nicht sieht, weiß ich auch nicht. 2 Uhr. Noch nicht. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was ich... Ah, hier, mit dem Radio könnte ich ihn anlocken. Okay, ich mach gleich das Radio an. Gleich geht's los. Ich könnte natürlich auch ein Foto von ihm machen. Nein, nein, komm. Ich hau jetzt erstmal rein. So. Wann spielst du wieder GTA? Sobald Schlo wieder verfügbar ist. Ich finde einfach, mit Schlo macht das riesen Spaß. Und wir haben jetzt quasi endlich es geschafft, zusammen zu spielen. Und jetzt habe ich total Bock. Ich bin wieder back in fucking GTA-Business. Es ist natürlich kein richtiges RP gewesen, sondern mehr so ein Community-Fun-Server. Aber ich glaube, das ist alles, was ich haben möchte. Ich will eigentlich nur ein bisschen Spaß haben. Ich will jetzt nicht riesen RP machen, wisst ihr? Aber dieser Fun-Stream neulich, der war richtig witzig. Das ist eine der lustigsten GTA-Szenen ever, wie das Auto auf Schlo gefallen ist. Ey, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Das hat mich zerrissen. So. Ich würde mal sagen, Leute, wir locken ihn an mit einem fucking Radio. Wir machen auch hier schon mal auf. Das Fenster wird mir ein paar Lebenspunkte abziehen, aber egal. Kommt nicht. Oh, ich wusste gar nicht, dass man die Fenster kaputt schießen kann. Das wusste ich nicht. Nice. Also, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, hier abzuhauen. Aber bringt mir alles nichts, wenn er nicht kommt. Diese Lampe hat mich schon immer... Oh, ich habe sie wirklich... Oh, jetzt wird's hell und mein Plan geht nicht auf. Weil er nicht kommt. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Er ist doch in der Nähe, ich höre ihn doch. Wird's hell. Bringt nichts mehr. Er kommt nicht mehr. Ah, ich habe vergessen, Fleisch reinzulegen, ich Trottel. Ich glaube, der ist wo ganz anders, der Dude.
Es könnte sein, dass er jetzt mit seinen Fallen bauen Scheiß anfängt, ne? Dann wird's richtig schwierig, das Game. Weil irgendwann bestraft dich das Spiel, dass du nicht weiter, also dass du einfach Nächte überlebst, ohne was zu tun. Ich glaube, in der 4. oder 5. Nacht geht es los. Wird das Uncut hochgeladen? Ja, wird. Uncut. Uncut? Natürlich wird das Uncut, oh, ich bitte dich. Nur meine Fails werden. Ich dachte, das wäre ein UFO. Was ist das für ein Tower? Okay, das ist schon mal gut. Hier gibt es so eine Seilbahn. Radio Tower, hallo, hallo. Komm. Nein, nein, nicht drauf schießen. So, wie viele habe ich denn eigentlich? 4 von 3, 2 von 3 Scratches on Trees, Dead Tourists und a Photo of Bigfoot. Das letzte ist das Schwierigste. What is this? It's a radar tower. Can I use it? No. No. Direkt in die Richtung müsste was sein. Hier ist ein Totem. Da hinten ist ein Haus. Wo ist das fucking Totem? Wo ist es? Ne, in die Richtung. Come on, Totem, show yourself. Da ist es doch. Dreimal dran vorbeigelaufen. Fuck off. You can't take the item. I can't fucking take it? Ah. Muss ich mir merken. Irgendwie Richtung Radio Tower. Wie lange streamst du noch? Wie spät haben wir es? Oh, schon Mitternacht. Oh, ich habe schon wieder durchgesuchtet. Ja, weiß ich nicht. Noch ein bisschen, oder? Wie komme ich denn eigentlich auf die andere Seite? Links oder rechts? Links. Hier ist der Lefty. Oh, shit. Nice. Also ich meine nicht nice. Übel sogar. Nicht nice. Übel. Aber, also nice. Spiel. Wie spät? Das alles. Das war doch mal ein fruchtbarer. Nicht fruchtbarer, wie sagt man? Das war doch ein ergiebiger. Also. Ist ein schöner Tag. Oh, eine ganze Village. Okay, hier könnte ich einen Stand machen. Hier könnte ich auf jeden Fall einen Stand machen. Ja, ja, ja. Hier könnte man was machen, Leute. Ich mache erstmal alle Lichter aus. Das ist natürlich nicht das Beste hier. Ich bräuchte ein Haus mit Treppen. Ich suche nach Monika im Baumhaus. Ich muss sie finden. Ruby. Achso, beim Wasserfall ist eine Leiche, oder? Oder? Dieser eine Zettel hat uns gleich mal. Dong. Wir erschrecken uns alle. Okay. Signalpatrone ist gut. Wir lassen die Türen auf. Weil wir reinflüchten müssten, wenn er kommt. Da ist er. Telefon klingelt gleich. Nein, es klingelt nicht. Wo ist das scheiß Flugzeug? Wieso sehe ich das nicht? Wieso sehe ich das fucking Flugzeug nie? Ich will jetzt auch mal das Flugzeug sehen. Wo? Wo denn? Ich habe es nicht einmal in diesem Game gesehen. Nicht ein einziges Mal. So. Es gibt keine Flugzeuge in diesem Spiel. Okay, wir haben alles, ne? Let's go. Ich bräuchte ein Haus mit einer Treppe. Das wäre wirklich gut. Gibt's, glaube ich, auf dieser Map nicht.
Das ist nicht gut. Peter, ich gehe mit Ruby zur Falle. Sie braucht wenig Hilfe. Sei vorsichtig. Alter, so viele Erste-Hilfe-Sets hatte ich. Ich bin einfach trigger-happy. MF. Einfach trigger-happy. Die Knarre habe ich schon, die Muni. Peter, ich kann dich nirgendwo finden. Ich habe Rubys Tagebuch gefunden, habe es gelesen, aber nicht mitgenommen. Wenn wir uns später sehen, sage ich... Ja, sag mir einfach die Code-Kombination. Oh, Treibstoffkanister, sehr gut. Now we're talking. Hier habe ich schon alles durch, oder? Ja, fucking, ich wusste es. I fucking knew it. Ich habe gedacht, das würde früher kommen. Shut up. Also hier muss man definitiv durchs Fenster durch. Also, es gibt keine... Wie spät? Scheiße, es geht gleich los. Ja, es geht gleich los. Er ist auch schon noch hier. Er ist schon hier. Er ist hier. Er ist fucking hier. Das ist das kleinste Haus. Ich habe mir das kleinste Haus ausgesucht, ich Trottel. Das fucking kleinste Haus sucht sich Kaya aus. Das kleinste. Also wenn ich hier da drauf schieße, werde ich wahrscheinlich auch erwischt. Jesus Christ. Das kleinste dumme Haus sucht sich Kaya aus. Obwohl, eigentlich kann ich auflassen, weil ich will ja, dass er mich... Das muss ich auflassen. Hier muss ich durch. Da ist er. Okay. Da kommt er. Da ist er. Nicht, dass er mich von hinten... Ich mag das nicht. Was hängt da über dem Bett? Was ist das? Oh, fucking Brecheisen. Also jetzt fragt ihr euch, wieso fängst du diese ganze Scheiße nicht an, weil es erst 8 Uhr abends ist. Und nachdem ich ihn hier vielleicht 100, 120 Lebenspunkte abgezogen habe, muss ich halt rennen. Und das könnte die ganze Nacht durchgehen, deswegen warte ich noch ein bisschen. Mir wäre es ein bisschen zu eng da drin, ja, mir auch. Eigentlich total dumm. Aber jetzt habe ich das engste Haus genommen, weil ich, ich stehe auf eng. Nein, weil ich doof bin, weil ich einfach Panik bekommen habe. Mann. Scheiße, da kommt er. Zählt das als Foto? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein, hätte ja sein können. Also er muss wirklich in der Tür stehen, damit ich das Foto mache. Hinter mir ist verbarrikadiert. Spiel einfach nicht. Ich raff das Spiel nicht. Wieso ist er nicht in die Falle gerannt? Das kapiere ich nicht. Es kann doch nicht sein, dass er nicht in die Falle gerannt ist. Ach, der hat die Falle mit der Tür zerstört. Nein, die Falle ist ins... Die Falle ist in die Tür geklippt. For fuck's sake. So, hier haben wir ein bisschen mehr Platz.
Warte, kann ich das Ding von hier? Ja, kann ich. Und den gleich hinterher, oder? Also der wird sowieso mit explodieren. Sind die Fenster hier alle auf? Die ist auf. Okay, hier werde ich durchspringen. So, wo ist der Vogel? Wo ist er? Muss ich ihn anlocken oder was? Dann mache ich dann einfach mal ein Fenster mit. Okay, jetzt müsste er kommen. Come on, let's go. Also die Falle ist in die Tür geklebt. Total asozial. Und die Falle war immer noch offen, oder? That didn't go very well. Aber ich lade jetzt nicht nochmal. Kann ich bei jeder Scheiße, die nicht funktioniert, mal laden. Richtig, Fleisch in die Falle, habe ich vergessen. Ja, 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 ja. Er kommt. Okay. Sobald er in der Falle ist, renne ich darüber. Und sterbe. Nein, und es ist ein richtig blöder Winkel übrigens, ne? Obwohl, ich schaffe das noch. So, wo ist er? Come on, let's go. Kommt der wieder nicht? Das gibt's doch gar nicht. Wahrscheinlich ruft er erstmal wieder an. Ich werde wahnsinnig. Ich hasse das Fernsehprogramm. Immer wenn ich die Scheiße schön präpariere, kommt er nicht, dieser Pisser. Durchs Fenster? Er kommt nicht durchs Fenster, oder? Mann! Die Falle ist schon wieder geklippt. Habt ihr es gesehen? Fucking Falle ist schon wieder geklippt. Die ist schon wieder einfach durch die Tür geklippt. Also Fallen in der Nähe von Türen ist Bullshit. Also entweder Tür oder Falle, sonst vergessen wir den ganzen Mist hier. Jetzt ruft er gleich wieder an. Hallo, this is Bigfoot. Aufgelegt. Und fucking Gebühren nicht bezahlt. Okay. Ah, nicht die Gitarre spielen. Habe ich alles? Also, wir lassen es mit den Fallen an den Türen. Das bringt überhaupt nichts. Vielleicht sollte man die Falle nicht so an die Tür stellen, habe ich jetzt auch gedacht. Trotzdem hat mich das Game jetzt 40, 50 Lebenspunkte gekostet. Ich weiß, ich werde jetzt ein bisschen frech, merke ich gerade, aber die Nacht ist gleich vorbei. Ich könnte ihn um 4 Uhr nochmal richtig anlocken. Ich könnte um 4 Uhr nochmal ein bisschen Gas geben, weil dann weiß ich, dass er nicht mehr wahnsinnig lange Zeit hat, mich zu... Ja, jetzt ruft er an. Mach. Komm, ruf an. Komm. Komm, komm. Oh. Der PC läuft. Wahrscheinlich Windows drauf, also nicht zu gebrauchen. Pass auf, ich lock ihn an. Ja, jetzt haben wir 4 Uhr. Ich lock ihn hier mit diesem blöden Megafon an. Und let's go. Warte, einmal speichern.
Alter, gib mir das Ding auf den Sack. Ich mach alle Lichter an. Da kommt er. Der kommt. Unerträglich, oder? Oh, Alter, ich kann nicht mehr. Der hat mich doch jetzt gehört. Das gibt's doch gar nicht. Mein Gott, alles umsonst, ey. 5 Uhr. Der Penner macht schon Schicht. Wo ist er? Wo ist der Fucker? Wo ist der Fucker? Where is the Fucker? Wo ist er? Kam er gerade aus dem Wasser? Er kam doch gerade aus dem Wasser, oder? Jesus. Es ist schon 6, ich glaube, der kommt nicht mehr. Er ist weg. Er ist nach Hause, der Penner. Kam der gerade aus dem Wasser, oder wie? Boah, ich mich gerade erschrocken, oder? Er war direkt neben mir? Er ist um den See gerannt. Jeez, ich bin echt blind. Ich bin so ein Blindfisch. Komm, dann looten wir hier schnell weiter. Was habe ich denn jetzt? Auf von 833 auf 700. Na, das ist nicht so gut. Es ist kein guter... Das ist nicht so dolle, was ich hier mache. Es wird nämlich schwieriger von Nacht zu Nacht. Und irgendwie... Was? Nachtsichtkamera. Oh, endlich kann ich die Nachtsichtkamera benutzen. Ja. Von der 7mm habe ich immer genug in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, wofür du diese 7mm Fernsicht-Dingsbums, Scharfschützengewehr, wofür du das brauchst. Der Typ ist so schnell bei dir, du hast auch gar keine Chance. Also Nahkampf ist der fucking, oder zumindest ein Schrotflinte oder irgendwas. Habe ich alles? Okay. Warte. Notebook. Oh. Nein, er ist unfassbar schnell. Der Schmuck. Warte, nicht, dass ich was vergesse. Habe ich das Haus hier schon? Ja, die Tür ist auf. Was haben wir hier? Nichts. Das Haus? Habe ich das schon? Was vergessen? Nein, das hatte ich nicht. Schrotflinte. Sehr gut. I like Schrotflinte. Was haben wir hier? Eine Axt. Her damit. Scheiß GPS-Sensor, der mich überhaupt nicht interessiert. Kein Tresor, kein Code, nothing. Let's go. So, ich, wo war ich? Hier, ne? Hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Right? Ich glaube, ich habe alles durch. Habe ich irgendwas vergessen? Zählt das Foto mit ihm? Oh, sehr gute Frage. Ja! Also ich muss noch 2 Leichen finden und einmal the scratches on the tree. Was? Die Scratches sind kein Problem, aber die Leichen sind ein großes Problem. Wo ist denn das dumme Flugzeug? Ihr verarscht mich doch, hier gibt es kein Flugzeug in dem Spiel. So, hier waren wir schon. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag in dieser blöden Village. Die Autos kann man nicht aufmachen. Okay, ich glaube, das war's. Ja? Habe ich alles schon. So. Hier kann man sich nicht schlecht verteidigen. Also es ist... Obwohl der Tower noch besser ist.
kann sein, dass die Fallen jetzt anfangen. Dann bin ich natürlich fucked. Nee, wir wollen hier lang. Super, jetzt bin ich einmal um dieses dumme Dorf herumgelaufen, Kalle. Ich will nichts sagen, aber gleich ist wieder Nightfall. Ich hätte deine Kamera anbringen sollen, ne? Ach, beim Wasserfall. Sehr gut. Und beim Wasserfall lag doch eine Leiche, oder? Right? Fragt sich nur, wo beim Wasserfall? Im Wasserfall? Beim Wasserfall? Nicht, dass ich schon wieder festhänge. Hier ist sie nicht. Vielleicht war es ein anderer Wasserfall. Nee. Nee. Nein, also dann muss es ein anderer gewesen sein. Komm, komm, komm. Geht, 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 geht. Vielleicht suche ich mal links und rechts. Nein. Muss ein anderer Wasserfall gewesen sein. Oder wir müssen da rauf. Huch. Wie kommen wir da hoch? Wie spät? Oh fuck, Nightfall. Nein, Mann, wie schnell vergeht der Tag? Das gibt's doch gar nicht. Was? General Sherman Tree? Was ist das? Ich kann den nicht mehr zerstören, diese scheiß Totems. Was ist denn das hier? Oh Gott, kann man sich hier verschanzen in diesen blöden Zelten? Ich glaube, der kann da rein, oder? Siedlung von Ur. Meint ihr, er kommt hier rein? Scheiße, er ist schon wieder da. Ich glaube, ich muss versuchen, den. Ich glaube, ich muss versuchen. Peter, ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe den ganzen Monika, sie will treffen mich. Gib mir einfach eine Safe-Kombination. Danke, Schwurbel. Was ist das? Och, Mann. Keine Zeit. Ich glaube, ich habe genug von diesen. Alter, fucking fuck. Mann. Jesus! Wieso hat das jemand in seinem Tippi? Wieso hat jemand so ein Scheißding in seinem fucking Tippi? I don't get it, man. Oh, ich hab den noch gar nicht nachgeladen, das ist gut. Also, ich würde Folgendes machen. Ich würde zuerst die Signalpistole auf ihn schießen. Nicht die Pistole, einfach. Fuck, ach, fuck, no. Ich weiß nicht, was ich mache hier. Ich mach das aus. Und ich verstecke mich, ich habe Angst. I don't know what to do. Sicherheit kommt der Penner gleich. Und das Pfeile? Nee, ich will nicht ins Feuer. Okay, im Feuer, da kann er mich sehen, ne? Was ist das dunkel hier? Ich hab Schiss. I'm slightly scared. Ich glaube, das ist Paul. So hört sich Paul Panzer an, wenn er maten will. Jo, ich suche eine Frau. Also, wir wollen auf jeden Fall zum Wasserfall. Ja, auf jeden Fall zum Wasserfall.
Vielleicht fucking verstecke ich mich in diesem Tipi. Hier bei den Totenköpfen, da sehe ich doch gut aus, direkt daneben. Hey, gesell dich zu uns, Kaya. Ich habe das Gefühl, der kann hier rein, oder? Ich meine, von wem ist das Zeug hier? Du hast 7 Patronen, ja, ich weiß. Er ist fucking da. Ist da. Ich glaube, der kann auch hier rein. Ich glaube, der sieht mich auch gleich. Ich glaube, ich bin fucked. Was kann ich da für ein Foto machen dahin? Man weiß es nicht. Scheiße, der kommt. Er sieht mich 100%, sieht er mich gleich. Wahrscheinlich hört das Spiel auch mein fucking Mikro ab. Nein. Weh, der klippt durchs Zelt. Weh, der klippt durchs Tipi-Zelt. Das hat er schon mal gemacht im Wohnwagen. Wahrscheinlich guckt mein Arsch aus dem Tipi-Zelt. Und er so. Alter, wir haben noch nicht mal Mitternacht. Wir haben noch nicht mal Mitternacht. I'm so fucked. Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich ihn mit der Signalpistole 1 auswische, soll ich einfach rennen wahrscheinlich, oder? Das ist das Beste, was ich machen kann. Geh weg, du Mücke. Puh, keine Zeit für dich. Boah, der ist mir so am Arsch. Der ist direkt hinter mir. Gibt's doch gar nicht. Ich hätte in das Dorf zurückrennen sollen, Mann. Kann doch nicht sein. Vielleicht hat er die Pilze genommen. Also ich glaube, wenn ich jetzt die Taschen anlampe... Taschen... Was? Jetzt nicht. Jetzt, Leute, kein Furz, kein gar nichts. Das hat er gehört. Aber vielleicht fällt er einfach um. Also, falls ihr euch wundert, wieso greifst du nicht an, es ist gerade Mitternacht. Er hat noch 6 Stunden, um mich zu zerfleischen. Ich warte bis 4 Uhr morgens und dann Attacke. Dann habe ich ungefähr 2 Stunden, um ihn auszuweichen, dann verpisst er sich. Es kann aber sein, dass er weg ist. Ich fasse es nicht, dass er mich nicht gesehen hat. Nee, ich mache die Taschenlampe nicht an, Leute. Kai, hör auf die Tipps. Ihn am Tag zu jagen ist bestimmt nicht dumm. Einfach GPS dran. Also, ich würde sagen, die Höhle, die ihr hier rechts seht, hier, die Fork Cave, ich glaube, dass das sein Zuhause ist. Ich könnte natürlich tagsüber darüber, aber es ist direkt auf der anderen Seite. Lass mich mal eine Runde drehen. Lass mich die Leiche hier fotografieren. Lass mich mal so eine Runde drehen und dann zu ihm zurückkommen. Weil, ich Idiot, ich muss jetzt brauchen noch, nein, ich habe ein Foto. Ich muss noch 2 Touristen finden, dann habe ich zumindest... Vielleicht kriege ich irgendeine Superwaffe oder irgendwas, was das Spiel einfacher macht. Ich würde erstmal die Tasks hier erreichen wollen. Weil es kann sein, dass ich irgendwelche Erfahrungspunkte, eine fucking Atomrakete, irgendwas kriege. Und dann werfe ich hier einfach direkt in seine Höhle rein. Aber ich glaube, er ist weg. Ich speichere mal eine Runde. Okay. Ich würde mal sagen, um 2 Uhr gehe ich raus. Ich glaube nicht mehr, dass er hier ist. Ich höre Schritte. Aber es ist nicht Bigfoot. Aber irgendwas ist es. Oh fuck, es ist dieses blöde Elchkuh-Reh. Hau doch mal ab, du. Ich erschieß dich. Du machst mich wahnsinnig. Hau ab! Alter. Okay, Signalpistole. Okay, let's go. Ich glaube, wir haben die Tippis alle abgesucht, oder? Ja, das haben wir alles abgesucht. Okay, wir gehen jetzt zu den Wasserfällen. Die sind genau in die andere Richtung. Picknick sein.
scheiß Ding kann ich nicht aufnehmen. Ich frag mich, warum nicht? So, wie geht's zu den Wasserfällen, verdammte Axt? Geh hoch, oder? Ich habe jetzt keine Zeit. Frag mich, wenn ich schneller renne, ob er mich... Ob er mich dann... Hier. Boah, es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Kommt man nicht die Wasserfälle hoch, zufällig? Ach, hier! Nee, scheiße. Boah, ich laufe im Kreis. Benny, wieso kannst du dich zweimal als Noosubs... Ich verstehe das nicht. Das ist halt schon mal passiert, dass jemand sich selber zweimal... Ich glaube, man kommt die fucking Wasserfälle nicht hoch. Aber ich dachte... Nein! Aber ich dachte... Da ist die Leiche! Nein! Kommt der Sack nochmal zum Schluss? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Penner? Was ist das, eine Falle? Dieser Sack. Boah, nochmal so um 5:30? Ich glaube, der war richtig sauer, dass ich Leiche gefunden habe. Oder er hat da gewartet und hat noch da ein bisschen rumgeschnabuliert. Fuck, wie viel habe ich noch abgezogen? 687, och. Soll ich jetzt schon Medkit benutzen? Ja, ich glaube schon, oder? Erstmal die Falle aufnehmen, bevor ich reintippe. Klappe. Wo ist der Sack? Er ist weg. Okay. Mal gucken, ob ich dieses Ding da entfernen kann. Nee, kann ich nicht. Okay. So, Leute, wir brauchen noch eine Leiche. Dann haben wir zumindest... die erste Aufgabe geschafft. Ah, you fucking wankers! I hate you! Okay. Och, ich Idiot. Ich hab die Leuchtpistole an dem fucking Wolf abgeschossen. Ich bin so dämlich. Jetzt brennt er sich ein. Oh, was renne ich mit einer Leuchtpistole durch die Gegend? Mann, die brauche ich für Bigfoot. Blöd, Mann. Ich glaube, der... So, wir gehen jetzt hier runter, weil ich habe das Gefühl, der Weg geht hier weiter. Ja, hier geht er weiter, oder? Das Gefühl, die Fallen fangen gleich an, diese blöden Baumfallen. Es müsste nämlich die fünfte Nacht sein. Hau ab! Paul ist wieder unterwegs. Nein! Wir haben es geschafft, Leute! Wow! Ich glaube, das brauche ich nicht, aber ich mach's trotzdem. Nein, wirklich? Fuck me, wir haben es geschafft! Return to the fucking trailer! Nice, nice, nice! Ich bin mal gespannt, was das bedeutet. Hier, diese... Kann ich das mitnehmen? Nice! Nachladen, dankeschön. Okay, wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Komm,
Das bringt jetzt nichts, hier weiterzumachen. Wir rennen. Wir haben 12 Uhr mittags, das schaffen wir. Ab zum Trailer. Und hoffen, dass keine von diesen dummen Baumfallen. Komm, Speedrun. Schnell, 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 schnell. Wahrscheinlich muss ich da irgendwelche Daten eingeben. Vielleicht kriege ich irgendwie eine geile Wumme oder irgendwas. Irgendwas muss es jetzt bringen. Nice, 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 nice. Ich muss... Da hinten ist er. Da hinten ist er. Da ist er. Was bringt es denn, den jetzt tagsüber... Das gibt's doch nicht. Die Maus ist so sensitiv, ich werde bescheuert, bis ich mal... Wo ist er? Wo ist der Penner? Hä? Hä? Ist er weggeklippt? Was ist sein Zuhause? Crystal Cave? Ey, es kann doch nicht sein, dass er weg ist. Der ist einfach weggeklippt, der Penner. Ach, da! Okay. Und das ist seine Höhle. Okay, hier frisst er mich auf. Okay, gut zu wissen. Aber er ist nicht hier. Er ist ziemlich nah am Trailer übrigens, ne? Alright. Ist einfach weg. Das Spiel cheatet sowieso, habe ich das Gefühl. Also irgendwie plötzlich in 2 Sekunden steht er neben dir. Guck mal, wie diese... Geh zum Trailer! Ja, ich gehe ja gleich. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was hier los ist. Vielleicht kann ich irgendwas looten. Da. Oh. Okay, mehr nicht. Das ist gut. Das ist nice. Es gibt richtig deftigen Schaden. Okay, ab zum Trailer, Leute. Fuck, es ist wieder Nightfall. Und der Trailer ist der beschissenste Ort. Okay, er ist am Fire Tower. Watch. Fucking Fire Tower ist er. Das heißt, er ist noch ein schönes Stück entfernt. Okay, wir sind am Trailer. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt bin ich gespannt. Was? Mann, ich muss ihn doch erstmal umbringen. Wieso kriege ich jetzt Lebenspunkte abgezogen? Ist ja dämlich. Wieso habe ich das gemacht? Es gab 2 Tasks, Leute. 2. Ich dachte, ich muss die erste erfüllen und dann die zweite. Ach komm, das ist fies. Nee, ich fühle mich irgendwie betrogen gerade. Das Ziel ist, ihn nicht umzubringen. Ach so. Also ich muss ihn nicht umbringen. Ah, okay. Ja, aber irgendwie... Wollen wir neu laden und... Komm, wir machen Folgendes. Lass uns... Wir können das ja als Sieg verbuchen, aber lass uns mit diesem Run weitermachen. Übrigens ist Jessica besser als der andere Dude. Weil du merkst schon... Die Heileffizienz ist schon cool und die Laufgeschwindigkeit ist alles, ist der bessere Charakter. Wir machen Folgendes, wir verbuchen das jetzt als Sieg. Wo bin ich überhaupt? Oh shit, wann habe ich das letzte Mal abgespeichert? Ist das ein Witz? Ich habe noch nicht mal ein Foto auf Bigfoot, aber ich habe alle Leichen gefunden. Und wir haben gleich Nightfall? Hä, wo bin ich hier? Ich habe hier doch nie im Leben abgespeichert, oder?
Die haben mir das Foto von Bigfoot genommen, die Schweine. Ah, fuck me. Und jetzt ist Nightfall. Also ich habe das Gefühl, immer wenn du das Spiel lädst, dass es Nightfall ist. Oh Mann, du wirst einfach bestraft dafür, dass du das Spiel neu lädst. That's what I'm thinking. Also wir versuchen mal mit dem Run nochmal ihn zu töten, okay? Was natürlich doof ist, wenn du es out in the open machst, wie ich das gerade mache. Es sei denn, der kommt nicht in so ein Zelt rein, das wäre natürlich lustig. Diese Tippi-Nummer hat ja gut funktioniert, vielleicht sollte ich wieder zurückgehen. Was meint ihr? Oh, Erste-Hilfe-Set. Gold wert und eine Falle. Noch mehr Gold wert. Was ist denn los jetzt hier? Also entweder ich gehe zu diesem Tippi-Zelt zurück oder ich bleibe hier im Campus. Was meint ihr? Ich habe das Gefühl, er zerfleischt mich hier drin. Ich bin mir sicher, er kommt hier rein, oder? Ich bin mir auch sicher, er kommt ins Tippi-Zelt rein, aber irgendwie hat er es nicht gemacht, aus irgendeinem Grund. Oh, scheiße, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Und die Frage ist, wenn ich das Licht anschalte, ob er das sieht. Er ist auf jeden Fall nachtaktiv. Oh, eine Hütte, eine Hütte, eine Hütte. Hütte ist gut. Hütte ist, ich mag die Hütte. Wo geht hier das Licht aus? Was ist denn das für ein Lichtschalter? Direkt an der fucking Karte oder was? Wie viele Lichtquellen gibt's? Nein. Wo ist... Hey, hier ist doch noch eine Lichtquelle. Ach, das ist das Außenlicht, ne? Ja. Das war das Außenlicht. Okay. Also die Map ist definitiv einfacher als die Winter Map. Wir könnten natürlich nochmal die Winter Map mit Jessica machen. Okay. Hier ist ein Code. 462124. Nein, das ist kein Code. Das ist einfach eine Zeitung. Ich wünschte, aber es ist, glaube ich, die Codes sind vierstellig. Das ist, glaube ich, Bigfoots Hütte, weil guck mal hier. Da ist ein Abdruck von mir gemacht. Was war der Code? Warte, ich versuch's trotzdem. 462124? Ich glaube nicht. Das ist der Code in der fucking Zeitung. 462124, oder? Nee, 462124. Das ist nicht der Code. Ist auch zu schön. Nein, nicht das Radio anmachen. In der Zeitung gedruckt, damit jeder diesen scheiß Tresor aufkriegt. Ah. 7518. Was ist der Code aus der Winter Map? 7518. Das wäre Cheating. Nein. Okay. Nein. Das wäre auch Lazy Programming, wenn es so wäre. So, Leute. Er scheint nicht in der Nähe zu sein. Wo bin ich denn? In so einer blöden Cottage fucking something. Also eine Falle werde ich nicht machen, weil das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn er kommt, ist nochmal draufhalten, die Tür ist zu und dann aus dem Fenster springen. Und es gibt noch ein Fenster und ich hoffe, es ist nicht verbarrikadiert. Nein, ist es nicht. Okay. Es ist 11:20 Uhr. Noch keine Zeit, ihn zu jagen.
Guy, I love you. I love you too, Lucky Seven PB. Stell die Falle vor die Tür. Nee. Wenn ich die Falle vor die Tür stelle, kann ich ja nicht durch die Tür schießen. Oder meinst du, ich soll die Tür aufmachen? Hier die Falle. Er geht in die Falle. Ich schieß. Mach die Tür zu. Meinst du das? Ich glaube, er ist gar nicht in der Nähe. Es ist Mitternacht. Es ist noch ein bisschen zu früh zum Hunten. Ich mache mal Folgendes. Ich bereite schon mal die Flucht vor. Nee? Das Fenster ist schon auf. Naja. Okay, von mir aus. Aber ich glaube, er kommt nicht. Oh, wie konnte ich das übersehen? Also wenn er nicht kommt... Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Das ist besser. Also wir haben das Spiel schon gewonnen. Nur für die, die jetzt gerade zugeschaltet haben. Wir haben Bigfoot, wir haben quasi einen Run gespielt, aber wir haben ihn noch nicht getötet. Und weil wir schlimme Menschen sind, die unbedingt Blut sehen wollen. Ja, Rache für meine Freunde, die er umgebracht hat. Oh, Falle übersehen. Mann. Wollen wir ihn jetzt auch noch platt machen? Was ist das? Jetzt locke ich ihn an, oder? Was ist das? Messer. Ich kann es nicht rausnehmen. Okay, wir können ihn versuchen anzulocken. Wir können natürlich auch aus diesem Fenster raus. Ich glaube, der kommt nicht. Come on, you fucker! Nee, ich glaube, er ist ganz anders. Auf einer ganz anderen Map. Oh, hier könnte der Code drauf. 7451! Meine Fresse. Ich liebe das Spiel. Wenn es nur im Real Life genauso wäre. 7451. Mach mal den Fernseher aus, das nervt. Er kommt. Und ich war noch nicht am Tresor dran. Fuck, ausgerechnet jetzt. Ich wollte gerade looten. Egal. Muss looten. Shut up. Nicht so laut. Dynamit. Gut. Tür zu. Dynamit. Ich könnte Folgendes machen. Ich könnte... Das ist nicht Bigfoot. Nein, das ist nicht Bigfoot, Leute. Das ist irgendwie so ein scheiß Hirschkuh-Sau-Arsch. Der hätte schon längst... Ich hätte schon längst sein Brüllen gehört. Außerdem brauche ich noch ein Foto von ihm, ne? Ah, ich weiß, warum er das Foto gelöscht hat, Leute. Weil ich ja den Run schon geschafft habe. Deswegen hat mich das Spiel quasi wieder zurückgesetzt. Ah, I get it. Ich dachte, der wäre jetzt in der Hütte. Ich habe ganz kurz gedacht, diese Feuerwehr... Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Hier oben gibt es nichts mehr. Wir müssen den Weg... Ich glaube, er ist hier. Aber weißt du was? Es ist... Noch eine Stunde hat er Zeit. Ich würde dann volle Kanne... Erst die Leuchtpistole und dann direkt in seinen Poppes. Nee, er ist gar nicht in der Nähe. Ich finde das Spiel richtig geil, muss ich sagen. Ich hatte ja vor einem Jahr mit Schlo, glaube ich, eine Early Access gespielt. Und das war dann eine Early Exit Version.
Was da oben? Gibt's da was zu gucken? Das ist einfach nur ein blöder Baumstumpf. Ich glaube, wir waren eine Stunde im Game und hatten keinen Bock mehr. Aber jetzt... Oh, ich renne hier irgendwie falsch, habe ich das Gefühl. Aber jetzt muss ich sagen... Und ich würde es wahnsinnig gern in der Lobby spielen mal. Also mit ein paar anderen zusammen. Ich spiele in der Lobby, aber... Ich glaube, hier vorne ist etwas. Da. Das Spiel macht viel mehr Spaß, wenn du es schon geschafft hast. Zumindest die Map. Alter Jagdturm. Feuerwerk! Achso, ich hab schon. Old Hunting Tower. Wow, erste Hilfe-Sets ohne Ende. Also die Map ist wesentlich einfacher als die Winter Map. Also die Winter Map ist wirklich Mother. Irgendwann geizt das Spiel nur noch rum und sagt so, du kriegst nichts mehr. Keine Medpacks, keine Munis. Ich glaube, hier ist noch was. Bum. Nichts. Das war's. Komm, dann machen wir mal die ganze Map durch, oder? Wir können auch bis zum Ende des Parks gehen, aber das kann sein, dass ich dann es in zeitlich nicht zurückschaffe, um mich gut zu verschanzen. Ist hier irgendwas drin? Nein. Ach, ich weiß. Ich glaube nicht, dass es was bringt, da lang zu laufen. Das ist nur die Park-Entrance hier, oder? Nee. Komm, fuck it. Wir gehen woanders hin. Worum geht's im Spiel? Es geht darum, dass ein angeblicher Bigfoot 4 Leute umgebracht hat. Und 4 Leichen liegen verstreut hier in diesem Gebiet. Oh, diese Tower hier. Und du sollst A, die Beweise sammeln, also hier. Explore the map, take photo of the Bigfoot prints. Also du Beweismittel, dass es ihn gibt. Bigfoot scratches on trees, find the dead tourists. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du eigentlich das Spiel gewonnen. Was wir jetzt getan haben, nichtsdestotrotz, wo will ich ihn denn umbringen? Ich will mal wissen, ob ich es schaffe. Hau ab, du Schwein. Das war keine Beleidigung. Alter, jetzt fängt er mit diesem Scheiß. Oh nein, nein, nein! Nein, nein! Alter, ein Amy, ein Motherfucker. Oh. Ja, ich wollte jetzt nicht eine Signalpatrone an ihm verschwenden. Wieso laufe ich auch mit der Signalpatrone tagsüber, wenn der Bigfoot sowieso nicht da ist? Park Entrance, brauchen wir nicht. Tall Trees Group, Old Hunting Tower haben wir schon. Wir gehen in die Richtung. Okay, ein Bär läuft hier irgendwo rum. Ich hatte gehofft, dich auf der Gamescom zu sehen. War ich doch. Ich bin aber nur zum McDonald's-Gig mit Gnu und dann bin ich wieder weg, weil ich habe einen gebrochenen Fuß. Falls du das nicht mitbekommen hast. Und so gern ich auf der Gamescom geblieben wäre, so sehr hat mich das echt ein bisschen belastet, dass ich da rumgehumpelt bin wie so ein Schmuck. Das war der einzige Grund, warum ich... Oh, schade. Boah, wir haben richtig gutes Zeug, um ihn richtig mit Damage zu verwöhnen. Oh, guck mal, die USA Today. Someone you couldn't figure out. Kommst du überhaupt nicht rein? Nichts. Kann wenigstens das Telefon klingeln. Leute, ich muss mal gucken. Ich glaube, hier wär kein schlechter Ort, sich zu verschanzen. Das sind noch diese Schwedenhäuser, oder? Ich finde die ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, hier kann man wunderbar seinen Last Stand machen. Ohne Autobatterie. Was willst du mehr? Foto von Bigfoot machen, dann gehen die Aufgaben weiter. Ist das euer Ernst? Ich will ihn jetzt aber... Ich will ihn jetzt umbringen. Ich sehe diesen Flug... Wo ist das Flugzeug? Oh. Ihr verarscht mich doch, hier gibt es kein Flugzeug.
Ich mag diese Schwedenhäuser, die sind richtig cool. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Okay, hier könnte ich dann raus. Okay, hier könnten wir rein. Es wird auch gleich wieder dunkel. Hier kann man nicht raus, offensichtlich. Oh, Drohnenbatterie. Drohnenbatterie ist gut. Alter, ich habe so viel Erste-Hilfe-Sets. Ich könnte die auf eBay ohne Scheiß. In der Wintermap hatte ich nichts. Nothing, nada. Signalfackel. Gleich klingelt das Telefon, nicht erschrecken. Gleich mal. Okay. Wir gehen in das mittlere Schwedenhaus gleich, ne? Ah, das haben wir noch nicht gelootet. In welches? Ich hab's vergessen. In dem waren wir noch nicht drin. Ne, hier können wir nicht durch. Ist schon Nightfall? Fuck, gleich. Schnell, 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 schnell. Scheiße, es ist Nightfall. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen, Leute. Aber ich muss auch looten. Er ist in der Nähe. Er ist da. Er ist hier. Er ist da. Er ist hier. Baseballschläger, um ihn einen in die Fresse zu hauen. Welch? Was war die richtige? Nein. Hier. Oh, das war die falsche. Hier, ne? Ja, perfekt. Was ist mit der fucking Gitarre davor? Lass mich noch schnell weiter looten. Ganz schnell. Berühmte letzte Worte. Ist mit der Gitarre, ne? Ja. Brauche ich nicht. Das rote Haus haben wir noch nicht durch. Das rote Haus. Hier können wir auch durch. Hier können wir auch durch. Oh, shit, ein Safe. Und ich habe keine Kombination. Nein. Es klingelt gleich das Telefon. Achtung. Könnte ich natürlich dieses scheiß Megafon nochmal bedienen, aber das kotzt mich so an, ich kann es nicht. Speichern, danke. Nein, wir nehmen das mit der Gitarre. Wo ist denn die? Wo ist das mit der Gitarre? Hier. Da hinten ist er. Nein, das ist ein Bär. Ach, shit. Oh, muss ich mich jetzt mit dem Bär anlegen? Nee, oder? Wo ist das rote, wo ist denn das Haus mit der Gitarre? Gibt's doch gar nicht. Ey, wieso finde ich das nicht mehr? Ah, da. Nee, 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 nee. Da verschwende ich keine Munition. Kein Bock. Also den wir jetzt hören, das ist der Bär. Der jetzt auch Bock auf mich kriegt, dann richtig. Nein, 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 nein. Ich hab das jetzt hier. Komm jetzt nicht auf die Idee, mich zu attackieren, du Schmuck. Ist der Code nicht immer der gleiche? Da ist er. Fuck me, da ist er. Ich habe noch nicht mal eine Falle aufgebaut. Ich habe gar nichts aufgebaut. Wie schnell kann man eigentlich hier sein? Warte, warte. Okay, er ist da, er ist da. Eine Falle bauen wir jetzt nicht hin. Hä, ist das jetzt der... Ich habe doch Bigfoot gerade gesehen, oder? Doch, das ist Bigfoot. Ja, das ist Bigfoot. Hier ist meine Taschenlampe. Let's go. Wie spät haben wir es? Oh, das wird eine lange Nacht, ne? Das wird eine sehr lange Nacht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ihn um 9 Uhr abends... Ups. War ich hier noch nicht? Wieso gibt es hier noch so viel zu looten? Das ist auf jeden Fall Bigfoot. Und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ihn um 9.30 Uhr anzugreifen, weil die Nacht ist dann fucking lang. Auf der anderen Seite müssen wir ihn, wollen wir ihn töten, ne? Mach ein Foto. Nein, schon wieder. Das bringt doch nichts, Leute. Meint ihr, es bringt... Hat er mich nicht gesehen? Hat er mich nicht gesehen? Blind ist er auch noch. Yes.
geschafft. Okay, geschafft. Okay. Also er muss dich nicht angreifen, um das Foto zu machen. Er will mit dir über Bündelis reden. Ja, genau. Hier sind noch meine Bündelis. Hier, da. Nein, das sind keine Bündelis. Es ist 10. Es ist noch ein bisschen zu früh, ihn anzugreifen. Auf der anderen Seite no pain, no gain, ne? Da steht er. Fuck. Ich habe eine Idee. Wo ist er? Also, ich würde Folgendes machen. Oh, da kommt er. Wo ist denn die andere Flinte? Das gibt's doch gar nicht da. Ich würde Folgendes machen. Ich würde ihn jetzt mal anlocken. Es ist 11:30. Hier durchs Fenster und dann in ein anderes Haus. Okay? Let's go. Wo ist er? Da ist er. Come on. Kommt er wieder nicht? Da ist er. Come on. Come on, du Blindfisch. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe extra das Licht angemacht. Da draußen habe ich es auch angemacht. Jetzt. Da. Wieso kommt er nicht? Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Blindfisch. Hey. Ja, fuck off. Wie hat er das denn? Wie hat er das? Ja, das war nicht clever, gell? Das war... Dumb as fuck war das. Das war so stupid. So werde ich den nie... Oh, bin ich blöd. Okay, die Tür ist hinüber. Gott. Habe ich denn überhaupt irgendwas abgezogen? Ich glaube, ich sollte mich mit dem anderen Ende zufrieden geben, oder? 100. Hat er 731 gehabt? Jetzt kommt er nicht mehr. Ich glaube, der findet mich zu doof. Warte, ich könnte natürlich noch die Autobatterie. Kommt nicht mehr. Der Schmuck kommt nicht mehr. Project 89. Project G89, vielen Dank für deine 10 Gift-Subs. Dankeschön. Es ist 2:30, Leute, dann müsst ihr eigentlich noch handeln. Ich verstehe das nicht, wieso killt er mich nicht? Er hat mich in dieser doofen Schwedenhütte, ja? Ich habe mich selber abgefackelt. Okay, ich könnte die hier noch benutzen. Camphaus Nummer 2. Okay, ich stelle eine Kamera auf. Am Eingang, oder? Hier so. Nee, warte kurz. So ist besser. Ich glaube, das über... Nee. Nee, sorry. Oh, warte. Nee, was ist doof hier mit diesem... Warte. Ja, ich würde sagen so. Da kommt er.
komm schon. Das gibt's doch gar nicht, so eine faule Sau. Es ist 16:30, gleich ist es vorbei mit Hunting Season hier. Na also. Ja, er ist da, die Kamera. Let's go. Nein, ich kann ja nicht raus. Scheiße. Ich bin so doof. Ich kann ja gar nicht raus. Wie schlecht ist das denn, Kaya? Ich könnte eine Mikrowelle auf ihn schmeißen. Ich glaube, wir müssen hier raus und zwar ganz schnell. Wie scheiße ist verbarrikadiert? So schlecht, ihn zu handeln. Ich bin so schlecht, ihn zu handeln. Einfach fucking stupid as fuck. Was ist die kaputte Hütte? Da muss er noch irgendeine. Oh, die ist verbarrikadiert. Ich bin einfach schlecht. Ist ein Wunder, dass ich das Spiel schon mal geschafft habe. Nicht mehr. Ja. Also es war sehr schlecht, Leute. Ich habe 2 Medkits verbraucht. Ich habe einfach nur Glück, dass ich so viele Medkits habe. Ansonsten einfach dumm. Hier, die da, die wäre es gewesen. Der kommt nicht mehr. Der ruft noch nicht mal an. Ach Mann, wieso bin ich nicht in die Rote rein? Was soll's. Also, das war ganz, ganz schlecht. Und der einzige Grund, warum ich überlebt habe. Weil es eine sehr, 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 sehr leichte Map ist. Also in der Winter Map hätte der Typ mich schon längst fucking gebraten. Was soll's. Richtig schlecht gespielt, muss ich echt sagen. Was soll's. Aber ich glaube, die Map haben wir schon. Oder? Die Map sieht so ziemlich aus, als ob wir sie schon komplett durch hätten. Er hat 583 Lebenspunkte. Wir können noch versuchen, ihn. Ich kann versuchen, ihn in seiner Höhle irgendwie zu kriegen, aber. Hier ist nichts, oder? Da würde ich herkommen. Er ist noch da. Oder ist das... Ich kann das nie unterscheiden, ob er das ist oder ein Bär. Oh fuck, es ist ein Bär. Oh fuck, 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 fuck. Ich habe so überhaupt keinen Bock auf den. Es war die Crystal Cave, ne? Wo ist denn die? Wo ist denn die Crystal Cave? Da, wo sein Zuhause ist. Das ist die Four Cave. Hä? Sag mal, wo ist denn die Crystal Cave? Die habe ich doch irgendwo... Ja, fuck. Ich finde die nicht mehr. Da ist kein Flugzeug. Ihr verarscht mich. Hier war nie ein Flugzeug, oder? Ich sei zu Säcke. Nee, die Map kann man nicht anzoomen. Aber ich hab doch eine Crystal... Hä? Wo ist denn die fucking Crystal Cave? Wieso ist sie... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen.
Ich bin total lost. Wir haben seine Cave. War doch die Crystal Cave. Die haben wir doch entdeckt. Es war nicht die Fork Cave. So finde ich die nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Oh, er ist direkt beim Fire Tower. Oder es kann natürlich ein Wolf sein. Wir können ja mal hochgehen, weil es ist sowieso gleich Nacht. Es war nach dem Speicher? Nee. Sicher? Dann war die irgendwo im Norden, glaube ich. Wenn es mich nicht täuscht. Aber wir können natürlich versuchen, erstmal im Fire Tower ihm ein bisschen Zunder zu machen. So, es wird nämlich gleich dunkel. 4 Uhr. Ja, der hat irgendwie so ein Viech gesehen. Alright, let's go. Dann versuchen wir ihn hier anzulocken. Alter, 5 Fallen, ey. 5. Aber der ist das letzte Mal an einer blöden Falle vorbeigelatscht, der Penner. Ich weiß nicht, ob es klug ist, alles zusammenzumachen. Die Autobatterie, die stunt ihn, ja. Und dann noch das Dynamit hinterher. Ich würde sagen, nicht alles zusammen. Ich würde ihn erstmal in die Falle laufen lassen, dann die Autobatterie. Dann habe ich, glaube ich, 5 Sekunden, wo ich draufballern kann und dann nochmal eine neue Falle legen. Aber... Da ist er. Aber eine neue Falle legen, das Problem ist, er ist an einer Falle ist er vorbeigelaufen. Na gut, dann lege ich einfach 2. Fuck it. Nee, geht nicht. Ah, geht nicht. Das mit den Fallen ist ziemlich tricky, ne? Ich habe hier schon mal eine Falle gelegt und er ist schön dran vorbeispaziert und hat mir direkt in die Fresse gehauen. Dann hätte ich noch eine Idee. Man könnte wirklich versuchen, sich hier zu verschanzen. Ich muss halt echt schnell sein, ne? Also, das ist... Okay, wir machen Folgendes. Okay, wir machen Folgendes. Wir machen es mit einer Falle. In die tappt er immer. Autobatterie, zack, zack, zack. Fahr mal rein, bumsen. Dann hier rein. Tür zu, brauche ich keine Falle. Dann hier nochmal, zack, zack, zack. Das Dynamit wäre, glaube ich, scheiße für mich, weil ich mich dann wegsprenge. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Und dann würde ich sagen, aus... Aus diesem Fenster. Weil aus diesem Fenster wäre dumm. Was soll's, was haben wir schon zu verlieren, oder? Aus einem Leben. Okay, let's go. Ich habe wieder euer Lieblingsgeräusch. Pass auf. Ihr habt das ja so vermisst. Auf jeden Fall müsste die Kamera ihn entdecken. Nimm die Batterie ins Zimmer. Oh! Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Es sei denn, was ich jetzt mache, ist, ich hau mir das ganze aus hier weg. Den ganzen Firewatch. Geht damit unter. Dann war deine Idee nicht so gut, aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es keine, wie sagt man, Environment Damage Bullshit. Was ist los mit dem? Alter, der Typ ist so weird, oder? Der taucht auf. Ich glaube, die Kamera schlägt gleich aus. Okay, let's load into him. Bloß nicht in die Falle. Gleich in die Falle. Oh, fuck. Ihr habt vollkommen recht. Ich vergesse das immer. Ich dachte immer, die Falle reicht.
Shaggies, vielen Dank für den Raid. Shaggies, Shaggies. Sorry. Ich bin so von dem fucking Spiel, Was habt ihr gemacht? Da, die Kamera. Halt. Die Kamera hat ausgeschlagen. Da ist er. Da ist er. Ich hab die Tür zugemacht und bin raus gewesen. Nein! Oh Gott, wie hat er mich erwischt? Ich bin noch nicht mal aus dem fucking Haus raus. Alter, dieser Plan ging so richtig schief, oder? Dieser Plan ging einfach... Wieso gingen meine Pläne alle schief? Verstehe ich nicht. Boah, diese Maussensitivität macht mich kirre. Weil du immer Panik bekommst. Der Plan war gut, die Umsetzung war fuck. So, jetzt ist er nicht mehr da. Wenn ich per Zufall herausfinden würde, dass dieses Ding explodiert. Kommt nicht. Wie spät? Boah, ey, es ist noch nicht mal Mitternacht und der Typ ist am Handen. Scheiße, würde ich sagen, Mr. Jenner. Aber wir haben ihn auf 483 Punkte runtergeballert. Wo ist eigentlich meine Night Vision Goggle? Habe ich jetzt... Ha! Er ist da! Ich kriege immer Panik, Leute, immer. Mein ganzes Leben. Wo ist er? Komm jetzt. Komm jetzt rauf. Komm rauf, du Scheißkerl. Da ist er. Jetzt mach das kaputt, jetzt fall ich runter. Nein, einen habe ich noch frei. Okay, der wird jetzt kommen, Leute. Und der wird das Ding kaputt machen. Warte, da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Der ist, glaube ich, noch fresh. Der ist noch fresh. Der würde funktionieren. Ich glaube, den kann ich dreimal benutzen. Wo ist er? Der wird jetzt irgendwo aus dem scheiß Busch kommen. Und ich werde ihn... Da kommt er. Wieso gehst du nicht? Du bist doch ein Huso! Wieso gehst du nicht? Ich verstehe das nicht. Wieso funktioniert das nicht? So ein asoziales Spiel. Das Spiel ist so inkonsequent. Wieso gehst du nicht? Das bist doch ein Drecksspiel, ohne Scheiß. Das kann doch nicht sein. Die ganze Zeit funktioniert es und jetzt entscheidet es sich, dass es... Es ist so ein Arschspiel. Nein, ich liebe es, aber ich hasse es. Hä? Wieso funktioniert das nicht mehr? Now I'm fucked. I'm fucked. Es ist fucking 2:20 Uhr. Muss irgendwie noch die Nacht muss ich irgendwie überleben. Nein, es geht auch rauf, Leute. Es geht auch bergauf. Ja, ich weiß. Es hört sich total bescheuert an, aber es geht auch bergauf. Die ganze Zeit hat das funktioniert. Der Chat kann es bezeugen. Es ging auch rauf. Wahrscheinlich hat sich das Spiel jetzt umentschieden. Hat gesagt, das ist nicht logisch. Ich habe einfach nur das Spiel so gespielt, wie es gespielt werden wollte. Und es ging auch rauf. Es ging rauf, Leute. Mir ist es recht, wenn er nicht mehr kommt, um ganz ehrlich zu sein, weil ich... Was ist eigentlich da oben? Waren wir schon da oben? Ach so, das ist da diese fucking... Ich schwöre, das war so!
Es war ein Bug und es kam ein Hotfix, während ich gespielt habe. Also, um 4 Uhr gehe ich hunten. Diesen Mofo. Um 4 Uhr geht's los. Da kommt er. Es ist 4. Let's go. Let's go. Aber mit der Leuchtpistole habe ich noch kein einziges Mal getroffen, oder? Also, Falle, Leuchtpistole, dann brennt er und dann hau ich rein. Wenn er denn fucking kommt. Da ist er. Da ist der Mofo. Okay. Also, Falle. Komm her. Komm. Wehe, er rennt an der Falle vorbei. Falling Damage. Kommt gleich, er kommt gleich. Er ist hinter mir? Wo ist er hinter mir? Wo ist der Penner? Auf jeden Fall ist er hinter mir. Was macht der? Was macht der Penner? Da ist doch der Eingang gut gekommen. Ah, fuck! Nicht sein! 3 fucking Lebenspunkte, wo ist er? You fucking guy! This really feels like a fucking achievement, Leute. Das fühlt sich leider gut an. Alter, ist er nochmal weggerannt? Ich werde in seine Höhle? Ich werde in seine hohle Höhle gerannt. Boah, ist das Spiel geil. Es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel, Bigfoot. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich bin mir sicher, mit anderen Spielern macht das noch mehr Spaß. Aber dieser Solo-Run ist einfach geil. Ich weiß, es turnt mich irgendwie.